so, ich dachte, durch die Aufnahme tauschen wir unsere Starspieler. Oh. Hi Leute und herzlich willkommen bei TZ Schubisch. Ja, Freunde, heute ist der große Tag gekommen bei United, wo es darum geht, wer in der Gruppe noch weiterkommt. Die Spiele von Rakes und Steini habt ihr gesehen. Ja? Es entscheidet sich jetzt zwischen uns und dem guten Steini, zwischen Eusebio und seinem geliebten Ori. Ja? Ich glaube, nach Berechnungen würde uns ein Sieg gegen Steini langen. Ja? Wir können ja mal kurz überlegen. Rakes hat jetzt aktuell zweimal gegen Steini gewonnen, sind 6. Ja. Einmal gegen uns sind 9, plus ein Unentschieden gegen uns sind 10 Punkte. Yes. Rakes ist durch. Rakes ist durch. Das heißt im Gegenzug, Steini aktuell 0 Punkte. Und wir haben 1 Punkt. Und wir haben 1 Punkt. Wenn wir ein Spiel gewinnen, sind wir durch. Wenn wir unentschieden spielen, wird schwitzig im letzten Spiel. Also jetzt ist wirklich so, das gewünschte Endspiel steht vor der Tür. Und wir sind nervös. Du weißt genau, ich hasse es, gegen Steini zu spielen. Steini hat so eine Spielweise, die so, irgendwie die ist anders so, ne? Man denkt halt bei Steini so, jetzt kommt das und dann kommt irgendwas komplett anderes. Dann kommt ein Flick, ein Chip und sonst irgendwas. Es ist aber, wie wir gesagt haben, Wakes, klar, Favorit von der Gruppe ist durch. Jetzt ist das Spiel einfach 50-50, Jungs. Ich denke, es geht jetzt wirklich darum, wer richtet sich taktisch ein bisschen besser aus, wer hat mehr Luck vielleicht im entscheidenden Moment. Es werden zwei packende Spiele. Es wird schwitzig auf jeden Fall. Gegen ein Crewmitglied sowieso, Jungs. Egal was, lasst auf jeden Fall Liebe da. Unser Spiel, seht ihr aktuell, Steini, sein Spiel kommt morgen dann. Und lasst einfach Liebe da, Jungs. Es ist kein Grund, irgendwas zu haten, nur weil irgendeiner, ne? Jeder muss die Taktik finden im Turnier, Freunde. Wie er das macht, Emotionen, die wollen wir sehen, ja? Respektvoller Umgang ist einfach das Wichtigste. Auch für euch da draußen, Jungs. Man muss sich danach, auch wir und Steini, in die Augen gucken können. Und drüber lachen können. Und alles ist genau. Gut, Jungs. Also. Ich würde sagen, Freunde, wir gucken hier nochmal kurz aufs Team, dass wir dieses Mal keinen Fehler machen, ja. Das Team steht so, es ist kein Zamprotta irgendwo da, wo er nicht hingehört. Es ist kein Spieler, der auf seiner Position, falls wir irgendwie rutschen gehen, können wir immer noch sagen, Bernard war dran schuld. Deswegen haben wir ihn verpflichtet. Ich werde die Taktik noch mal ein bisschen ändern und habe aus Wakes gelernt, dass Benjeda nach vorne muss. Und Eusebio bei mir ZOM, du wirst ja dann 4-4-2, genau. Ne? Schwitzen, Freunde. Ich würde sagen, wir laden den guten Steini jetzt ein und sehen, ja, wo wir rauskommen, Freunde. Ne? Und auch hier, wir wissen ja nicht, ob das wirklich das letzte Mal hier auf dem Kanal ist. Vielen, vielen Dank für euren Support, für eure Unterstützung. Ihr habt einfach komplett eskaliert. So sind wir es gewohnt von der TZ Army. Da geht wirklich ganz, ganz viel, viel Liebe an jeden Einzelnen da draußen. Lasst uns Liebe verbreiten. Lasst uns weiter einziehen in die nächste Runde. Viel Spaß jetzt. Gönnt euch. Rein. Was wir noch ganz vergessen haben anzusprechen. Sponsor vom Turnier, Displayed. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr abchecken. Es handelt sich hier alles um so Metallposter, die man ohne Bohren, ohne Schrauben an die Wände kleben kann. Ihr mittels Magnettechnik. Zack, zack. Zack, zack, hier an die Wand dran. Da gibt es unendlich viele Motive. Ihr könnt eure eigenen Bilder da drauf drucken lassen. Ihr könnt, wie gesagt, wir haben uns jetzt hier für New York entschieden. Da gibt es halt auch so geile Vorschläge, wie man sich so mehrere Städte nebeneinander hängen kann und sowas. London haben wir, glaube ich, auch noch dabei. Genau, ja. Da hinten. Easy peasy, einfach Link in der Videobeschreibung abchecken. Top Qualität. Mit Videobeschreibung hast du nicht so, oder? Videobeschreibung. Videobeschreibung. Zweimal falsch gesagt. Abfahrt, läuft bei mir. 3 Punkte wären wichtig, Timau, ne? Drei Punkte wären sehr wichtig. Wir machen es so, ne? Falls ich direkt gegen Steini erfange, machen wir direkt BT, ne? Push dich, Junge. Weil gegen Steini bist du eigentlich der Mann. So Leistung wie gegen Wakers. Marcus. Weil ich fange meistens gegen Steini einer. Ja, wir müssten eigentlich mit dem Sieg müssen wir durch sein, ne? Dann wären wir durch, ja. Ja, sind wir durch. Ich hasse es, gegen den zu spielen. Aber wir tun ihn hier ablenken mit unserem Steini-Drache. Er kommt mit dem Dinosaurier, aber. So, egal. Ruhig, ruhig das Projekt hier aufbauen. Alter, der spielt Pressing aus der Hölle. Oh, schade. Oh! Schade, schade, schade. Schnell gemacht, vorne rein in die Box. Oh, nein, schade. Fuck! Oh, oh, was macht Handanovic? Rennt nur kurz hinter der Kessel. Handano auf Ausflugstour. Aktuell schwer, vorne auf die Stürmer zu kommen. Oh, dann nehmen wir ihn vielleicht direkt, Digga. Lang ist er. Komm schon dahin. Schade. Handano! Erste 23 Minuten. Positiv. Simao.
steht ganz schön kompakt, ja, ne? Presst gut. Muss wieder da vorne auf die Spitze kommen, dann ja. Hat er Problems. Weiter, kriegt er vielleicht noch? Ja. Eckball? Warum bremst du aber ab gerade? Ja. Dano! Gut, Dano. Gut gemacht. Oh! Schade, bleib dran. Schade. In die erste Halbzeit. Ja. Ach, scheiße, Digga. Ein Fehler da hinten, ne? Ein Fehler hinten. Riesebock. Wird direkt bestraft. Ein Steini-Koffer. Scheiße! Egal, die Mau kommt gegen Steini, gut klar. Fuck, ich war aber auch zweimal, ne? Zu wenig. Schlecht. Ja, wird zum Abschluss gekommen, seht man hier. Ja, den eine viel früher draufschießen. Komm, egal, du machst es jetzt. Wir gehen jetzt auf das 4-4-2. Das müsste trotzdem noch passen. Ja, passt alles. Scheiße, Jungs. Alle Zeit der Welt, ich tu das Ding da hektisch rausspielen, ne? Hat sein Nakajima, Digga. Muss die Hand heben. Die Japan-Connection vorne hat ihn direkt reingenudelt. Wow. Auch die zappelt nicht lang, ne? Aha! Ein Tee wird auch eingelaufen. Schönes Ding in der Mitte, aber du kommst kommst nicht mehr hin. Wow. Nee, Junge. Wow. Ich hab gedacht, das Spiel sogar noch durch. Hey, ja, da bist du, komm. Stark. Oi, Seppel, wie drehst du dich denn? Das, Digga, es gibt's nicht! Eigene Mann. Eigene Merch an, Alter. Komm, Timo, du bist dran. Ja. Was bist man schießt das denn? Ich kann ja lang Männer sein, warum lauft ihr denn nicht mit? Nichts zu machen, Jungs. Ja! Timo! Ja! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht, Timo! Digga, wie ist das Ding da hinten zugenachtet? Ist zu! Da ist ein Hühnerstall da hinten. Mein Gott, aber auch danke an EA gerade hier, ne? Meine Güte. Müsste gewesen sein. Ja, saustark, Timo. Mein Fehler weggemacht in der ersten Halbzeit, aber was ein Game, Freunde, wirklich. Was ein Game. Steini, gute Chancen gehabt, muss man sagen, ne? Du aber auch dicke Chancen gehabt, ne? Wo die einfach so verzögert vorne waren, schieben die Scheiße wieder gespielt rein. Die wieder Pirouetten gedreht, ne? Aber ich, definitiv GG an Steini, Digga. War ein geiles Spiel. Ja, richtig. Das Geile ist, Rückspiel jetzt beim Steini. Jetzt geht's darum, wer weiterkommt. Kommt erst morgen bei Steini, das genau. Rückspiel, Freunde. Es kommt erst morgen, es geht jetzt darum, wer weiterkommt. Jetzt entscheidet ein Sieg oder Unentschieden würde uns lang, weiterzukommen. Ja. Niederlage, wir sind raus. Steini wird ordentliches Pressing gehen jetzt. Liebe geht auf jeden Fall raus, Jungs. Egal wie das Spiel ausgeht, kein Hate, wie es jetzt schon bei anderen Videos war. Einfach nur Liebe, Jungs. Jeder ist hier mit Emotionen dabei. Jeder fühlt das Spiel. Jeder will das Beste für seine Community. Wir haben geschwitzt. Steini hat geschwitzt. War absolute Liebe. Und ich denke, am Ende des Tages darf man das alles nicht zu ernst nehmen, Freunde, weil es ist einfach ein Community-Turnier. Klar will man es gewinnen, aber wie gesagt, also was da bei manchen Kanälen so abgeht, muss man ja nochmal gesagt haben, ist doch Schwachsinn, Freunde, ja? Emotionen, die wollen wir sehen. Anstichlunge, die wollen wir sehen. Das braucht man hier, Freunde. Ich würde sagen, check das Rückspiel beim Steini ab. Zieh nochmal einen Hut. Sehr starke Leistung von Timau. Ich habe immer an dich geglaubt. Alles gut, Digga. Habe immer an dich geglaubt. Auch stark von Steini. Und dann sehen wir uns beim Rückspiel, Freunde. Lasst hier gerne ein Däumchen nach oben da, supportet uns. Wir werden alles geben, um weiterzukommen. Falls natürlich nicht so sein soll, dann GG an Steini und schon mal GG an Rakes, der sowieso weiter ist. Ja. Wir sind raus. Haut's da rein. Danke für den komplette Support, egal wie es hier weitergeht. Liebe geht raus. TC Army für immer. Wir hoffen, wir sehen uns nochmal in United hier. Ciao.